Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Warframe. Ich habe jetzt in der Off-Time dazwischen schon mal ein paar von den benötigten Viechern getötet. Und deshalb, wenn jetzt nicht alles komplett scheiße läuft, sollten wir in dieser Mission eigentlich den letzten, ich habe vergessen, wie er heißt, Exos oder so ähnlich bekommen. Und die Quest damit wahrscheinlich beenden können. Also, wenn es nicht alles komplett gegen den Strich läuft, schaffen wir in dieser Folge Sande des Inaros zu beenden und uns dann der nächsten Quest widmen zu können. Ja. Ja, doch, doch, so heißt es. Ich habe gerade, mir ist gerade aufgefallen, dass ich ein paar Sachen verkackt habe. Ich ändere kurz die Sounds. Corpus Technology. So müssen die Sounds, glaube ich. Bin gespannt, wie es am Ende anhört. Wahrscheinlich habe ich wieder alles völlig verkackt. Ach ja, jede Folge wieder. Ich muss es echt mal lernen. Ha! 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 Ah ja. Whatever. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder den Alarm auslösen. Wir kennen es ja jetzt langsam. Ich habe jetzt übrigens Setna auch fast freigeschaltet. Also wir sind fast ready für die Cinematic Quest. Jetzt töte ich die alle, ohne dass sie es merken, oder was? Wieso sind die denn so inkompetent? Hallo? Na endlich. Löst irgendeiner von euch den Alarm aus? Nice! Dann kann ich mich jetzt um die richtigen Sachen kümmern, und zwar diese Viecher hier töten. You've been detected. Also ich habe jetzt rausgefunden, es gibt drei verschiedene von diesen Eximan. Box. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißen. Und wir müssen halt eine Art davon töten. Aber ich glaube, sie sind alle gleich wahrscheinlich. Also ich habe jetzt nicht gegoogelt oder so, sondern es ist mir jetzt einfach aufgefallen bei den letzten Games, die ich hier gemacht habe. Ja. Also ich denke, dass es eigentlich drin sein sollte, dass wir die Quest jetzt schaffen. Wahrscheinlich schon bei der ersten Mission. Hoffen wir einfach mal drauf. Ich habe auch in der Meantime Dwarf, wo ich letztes Mal von erzählt habe, jetzt installiert, noch nicht starten können, aber ich habe demnächst Zeit. Wie ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen habt, auch Folgen sind jetzt hier vorproduziert, da ich nur diese Woche, und das ist die Woche bis zum... Ich habe die Woche vor der Woche, vor Weihnachten Zeit aufzunehmen für YouTube. Und deshalb nehme ich jetzt Warframe auf und werde dann noch ein paar itch.io Folgen rausbringen. Also vorproduzieren halt. Ich hab die mir echt angucken. Ich glaube, also die könnte jedem gefallen. Die feiere ich eigentlich ziemlich persönlich, meine itch.io-Folgen. Es gibt bisher halt eine und wenn die hier, wenn das hier rauskommt, gibt es glaube ich dann. Naja, je nachdem halt. Gibt es entweder schon zwei oder schon drei, je nachdem, wie viele Warframe-Folgen ich schaffe. So. Wo ist denn nicht blind? Da. Habe ich jetzt endlich alle. Oder wie viele sind denn hier unten? Bleibst du vielleicht nach hier unten? Vielleicht ist der Weg und deshalb gibt es hier so viele unten. Das wäre... Ja, okay, es ist... Na gut. Das ist auf jeden Fall ein guter Grund. Wir, das ist hier nicht der Weg und hier ist einfach nur einer unten irgendwie. Müsste der Alarm eigentlich nicht demnächst mal so einen blöden Borka... Borka ist... Ich weiß es echt nicht mehr. Diese Sterne bringen... Jetzt habe ich jetzt rausgefunden, was sie bringen. Die bringen gar nichts. Also nichts Sinnvolles. Ich sehe einfach keinen Grund für die. So, du kriegst... Das Einzige, was du da mit diesen dummen Sternen bekommst, sind Endos. Also, diese Dinger, die du für Void-Relikte brauchst. Und das ist einfach... Du kriegst so viele Void-Relikte. Ich sehe einfach irgendwie gar keinen Grund, was du mit Endos machen sollst. Vielleicht könnt ihr mich aufklären. Vielleicht habt ihr das auch schon getan, bei der Folge, wo ich gefragt habe, was die Dinger bringen. Aber, soweit ich es gegoogelt habe, die bringen gar nichts. Die haben einfach gar keinen Impact dafür, dass sie so geil aussehen und so viel machen könnten. Und die haben schon wieder, für mich schon wieder, wahrscheinlich ist es schon wieder ein paar Wochen her, die Void-Risse wieder geändert. Früher musste man dann ja mit dem Void-Relikt so ein Void-Riss öffnen. Man hat da so einen Riss, hat einen Riss gesehen und musste dann einen Tal oder so erschaffen, wo dann die Gegner rauskommen und dann musstest du alle töten, bla bla bla. Und jetzt ist es halt, sie einfach random immer wieder spawnen und du musst einfach nur die ganz normale Quest machen. Und nebenbei halt diese Void-Viecher töten. Das ist, ich finde, die neue Version von den Void-Rissen ist schlechter als die alte. Und somit auch
Naja, aber ob sie jetzt schlechter ist als die ganz alte Void-Version, weiß ich nicht. Weil ich fand die Void-Risse cooler als die Void-Mission, wie sie früher waren. Auch wenn ich weiß, dass viele das ansehen, vor allem high-levelige Leute. Weil die halt eine Menge aus diesen Void-Missionen bekommen haben. Aber ich halte das irgendwie immer noch so, dass ich die Void-Risse, wie ich sie bisher kannte, halt, dass ich die cooler fand. Aber die Void-Risse, wie sie jetzt gerade sind, finde ich einfach nur, weiß ich nicht, ich finde die irgendwie richtig sinnlos. Die machen einfach, die Quests, die ändern einfach nichts an den Missionen, die man spielt einfach nur noch dieselbe Mission wie vorher, bekommt aber halt eine bessere Belohnung. Finde ich ultra unnötig, die Änderung. Naja, egal, vielleicht reden wir da mal drüber, wenn ich dann zurück zu den Void-Rissen komme, wenn wir die dann mal wieder machen. Wenn wir also irgendwann mal wieder keine Quests mehr auf Lager haben, die ich machen kann. Oder wenn ich zu schlecht bin, sie zu machen oder sonst irgendwas ist. So. Aber jetzt kümmern wir uns hier erstmal um ein paar Corpi. Ob das die Mehrzahl von Corpus ist? Corpi? Du lässt hier schön die... das war ein bisschen zu gut in den Lauf geschossen. Schön die Türen angelockt lassen, ja? Ich will Alarm haben, ja? Aber keine Türen. So, du schießt auf mich. Oh Mann. Ich habe gerade Rocket League gespielt. Es war... sagen wir mal... ja, also ich... traurig. In jeder Hinsicht einfach nur traurig. Ich habe jetzt seit Ewigkeiten kein Rocket League mehr gespielt. Wenn du dann anfängst und die dann legst, okay, denken wir uns mal, komm, wir gehen einfach mal in einen dieser komischen Modi. Basketball. Fucking Basketball. Mit Autos. Wenn du den Ball nicht triffst, ist das echt schwierig. No. Ich hab nicht aufgepasst. No. Okay. Ich finde, das sollte nochmal so ein Booker. Wie heißen die denn? Vor allem, da ist schon einer gespawnt. Ich habe sie da. Ich habe nicht hingeguckt. Für Lotus. Stirb. Oh! Noch eine Sache müssen wir noch machen. Mir ist auf. Die ist mir gerade wieder eingefallen. Die haben die Preise für die. Für diese Sachen, die du mit dem Fokus kaufen kannst, drastisch reduziert. Das kostet jetzt nicht mehr 100.000, sondern 25.000. Wir können uns einfach jetzt schon ultra viel upgraden. Glaube ich jedenfalls, dass wir das machen können. Das wollte ich im Stream machen, in der Folge hier machen. Deshalb, keine Ahnung, ob wir es schon machen können. Es ist jetzt echt nur einer gespawnt. Wie viel Pech? Ich hatte bisher immer zwei. Und es war auch immer einer von den Richtigen dabei. Das ist ja jetzt richtig unlucky. Oh mein Gott, was für ein Pech. Okay, wir versuchen noch einen. Los, 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 los. Mission wiederholen. Das ist halt jetzt so schlecht gelaufen wie noch nie bisher. Ach man, ey. Und Mission wiederholen. Erfülle die Aufgabe des dritten Gefäßes. Ich versuche es ja. I try my best. Man sieht ja auch, ich habe die Mission öfter gemacht. Ich kenne eigentlich schon alle Eingänge jetzt. Und ich laufe jedes Mal, legit jedes Mal laufe ich in die falsche Richtung. Man muss immer nach rechts danach. Und ich bin immer falsch gelaufen. Okay, macht jetzt mal den Alarm an. Seid ihr behindert? Da ist der Alarm. Macht diesen dummen Alarm an. Seid ihr bekloppt? Halloho! Ihr hattet echt... ich habe euch die Möglichkeit gegeben, Alarm anzumachen. Dann werdet ihr... also, aber das hier ist ja wirklich ridiculous. Wie behindert seid ihr denn? Wie kann man denn so schlicht sein? Einfach mal diesen dummen Alarm anzuschalten. Hallo?
Irgendjemand, bitte. Hi. Bitte mal Alarm anmachen. Seid ihr alle behindert? Wieso sieht mich denn hier keiner? Na endlich. Was? Hallo? Wie schlecht seid ihr denn? Ich bin euch allen vor der Nase rumgelaufen. Ihr schafft es alle nicht, den blöden Alarm anzuschalten. Und diese dumme Kamera ist auch komplett inkompetent. Jetzt mach diesen behinderten Alarm an, Alter. Hallo? Hier bin ich. What the fuck? What the fuck? Wo muss ich lang? Ich glaube, ich mache hier gleich die Mission und Neustart. Das kann ja gar nicht sein, wie inkompetent die hier gerade sind. Wo muss ich hin? Okay, wir machen hier, das kann ja nicht sein. Wir starten nochmal neue Mission. Also wenn hier eh alle den Alarm nicht auslösen können. Die Aslaks. Los, 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 los. Wir haben ja nicht ewig Zeit. Kann ich dich eigentlich aussenden? Ne. Da fehlt noch ein bisschen was. Holy shit. Okay, okay, okay. So, aber diesmal werde ich das doch wohl schaffen, den blöden Alarm auszulösen, oder? Hi. Alter, ich stehe direkt vor euch. Okay, aber in dem ersten Raum haben sie es bisher nie geschafft. Holy shit, sind die inkompetent. Hallo, hier bin ich. Hi. Ich sehe ganz schön viele Möglichkeiten, wie ihr den Alarm machen könntet. Werdet ihr so nett? Das sind fucking Roboter. Wie können eigentlich Roboter den dummen Alarm nicht anmachen? Die sind schon wieder alle tot. Ist das behindert? Nee, haben wir ja keine Zeit für Loot. Hi! Habt ihr es mitbekommen? Ich habe hier was gespielt. Jetzt macht den dummen Alarm an. Seid ihr alle bekloppt? Hä? Was ist das? Hallo, hier bin ich. Oh, er hat mich gemerkt. Aber er macht auch nicht den Alarm an. Hi, hi, hi. Rennt einer zum Alarm? Der da rennt zum Alarm. Sehr gut. Holy shit, Alter. Das hat aber echt lange gedauert. Ich finde, man sollte auch hacken können, dass man selber den Alarm anschaltet. Manometer. Das geht nur in Überlebensmissionen und das zählt nicht. Oh Mann, ey. So, jetzt können wir uns ein bisschen Zeit lassen, weil die Dinger spawnen, glaube ich, zeitlich basiert, random. Ich schätze mal, dass irgendwie jede Minute random einfach geguckt wird, ob was kommt. Deshalb lasse ich mir jetzt hier kurz Zeit und boote so lange. Bursa heißen die. Siehst du, da ist er. Was ist das für einer? Das ist der Richtige, das ist der Richtige. Nice. Das Spiel belohnt uns jetzt nach dieser Inkompetenz von dem Spiel selber. Das müsste eigentlich gleich mal sterben. So, jetzt müssen wir kurz warten und dann können wir, glaube ich, sogar aus der Mission quitten. Soweit ich weiß, müsste es klappen. Ja.
Wenn es jetzt nicht geklappt hat, dann bin ich richtig tiltet. Okay. Die Grenier kommen in Stärke zurück. Tenno, mir geht es nicht mehr um das Geld. Nur halte diese Hunde von Inaros fern. Puh, das könnte jetzt langsam interessant werden. Okay, wir haben es jetzt geschafft, in die Mission zu kommen. Und jetzt geht's. Jetzt geht's gleich. Oh, jetzt geht's aber jetzt. Huh, geht das jetzt ab. Strecke sie nieder. Lehre sie, diesen Ort zu fürchten. Die Grenier sollten von diesem Ort geführt werden. Mit ihrem eigenen Blut. Du Asymptot. Okay. Lappen. Lol. Lappen. Ich sag jetzt jedes Mal Lappen, ja. Lappen. War das falsch? Lappen. 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 Oh, was ist das? Was kriegen wir hier jetzt? Steuermodule, okay. Lappen. Warte, da muss ich nicht. Oh, fuck, ich habe mich wieder von meinem blöden. Ach. Ablenken lassen. Hier muss ich lang. Oh, Lappen. Ich wollte jetzt gucken, dass er mich bemerkt, damit er weiß, warum er stirbt. Was macht er da? Lappen. Upsi. Ja, genau so wollte ich jumpen. Lappen. Lappen. Nach da oben. Ne, nicht nach da oben. Hier unten lang. So. Ich kommentiere auch gerade richtig wenig, ich weiß. Aber ich wollte hier einfach mal gerade ein bisschen anstrengen und rushen. Lappen. Okay. So, weiter geht's. Ah, in der Wüste lang. Haha, fuck, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Echt, ja? Crazy shit. Danke für diese Info. Machen wir erstmal ein bisschen. Ne. Wo sind die? Wo ist denn der? Okay, der ist schon tot. So, jetzt sind wir fast da. Okay, es geht wieder los. Ich werde jetzt, diesmal müsste es auch besser klappen, den Sound dahingehend verändern, dass ich leiser werde und das lauter, weil das war letztes Mal eine ziemlich epische Aktion, was da lief. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch verstehen ungefähr. Ich versuche die mal. Ja, ich bin kein Profi so im Lautstärke-Regeln, aber ich hoffe mal, dass es ungefähr jetzt besser ist. Ich versuche auch relativ ruhig hier zu sein. Schnell, meine kleine Düne, sie kommen. Ich habe so sehr versucht zu vergessen. Was ist da los? Alter. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, was jetzt passiert. Noch eine? Heiliges Gefäß nehmen. Stell, da hinein. Sei still. Hier, halte diese Körner in deiner Hand fest. Inaros wird dich beschützen.
Es war nicht ich, um den ich mich sorgte. Was willst du? Nein! Das hast du kein Recht. Ineros. 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 But Ineros never came. Ja, du hast mir gezeigt, warum ich hierher kam, Tenno. Nicht für Reichtümer. Die Tore schließen sich wieder. Beweise, dass du der Stärke von Ineros würdig bin. Ein letztes Mal. Ich muss jetzt Ineros besiegen. Und offenbar hatte man so sehr... Was? Ich mache ihm kein Damage. Offenbar hatte man an Ineros so sehr geglaubt, dass man das Leben eines Kindes darauf gesetzt hat. Und es hat offensichtlich nicht geklappt. Der Grabwächter ist viel größer geworden. Und mein Schaden hat gegen ihn sich verdoppelt, also ich mache prozentual noch genauso viel. Sollte ich das sidesteppen? Wird er nochmal größer, wenn ich ihn wieder töte? Das ist ja wieder... Mein... Was ist das? Ich würde nicht sagen, dass ich ihm würdig bin. Ich würde das ganz persönlich kurz mal abstreiten, der ganze Aktion. Ach, 25 Damage? 87? Ich verliere ganz offensichtlich gegen ihn. Oh, ich muss jetzt nach und nach jeden der vier Riesentypen töten. Und danach immer noch ihn um 25%. Okay, das könnte interessant werden, weil ich habe ja keinen Skill. Also gar keinen. Wo ist er? Da ist er. Okay, habe ich mich jetzt weggebuggt? Ich komme damit klar. Ich habe aber gleich keinen Bogen mehr. Wo mache ich mehr Schaden? Nirgendwo. Ja, meine Pfeile sind gleich alle. Den habe ich jetzt durch einen Bug geschafft, so, aber... Die Pfeile sind gleich an, dann weiß ich nicht, wie ich ihm dann noch Damage stehlen soll. Ist das hier Ineros? Holy shit, Alter. What? Wie soll ich das gewinnen? Okay, jetzt habe ich gar nicht so wenig Damage gedealt, aber es ist halt jetzt der nächste da. Okay, und jetzt kann ich ihn halt wieder... Aber ich habe halt nur noch 5 Schuss. Die nächste Waffe leer schießen. Ich habe legit einfach nicht genug Munition, um die zu besiegen. Alle. Also ich könnte mich theoretisch von diesen... Es sind 2. Warum sind es 2? Ich habe beide. Aber ich habe jetzt keinen einzigen Schuss mehr. Ich habe 10. Ich muss alle treffen. Holy shit, jump doch weg! Ich hab gemisst. Ich hab nochmal gemisst. Ich hab getroffen. G
Kacke, wenn wir beide so zielen. Er vergiftet mich, aber sonst geht's mit dem Schaden. Was ist das? Was ist das? Ich habe keinen Schuss mehr. Hier sind es zwei. Holy shit, also ohne Energie und ohne Munition. Ich weiß nicht. Ich habe ihn einmal besiegt. Der Ruf meiner Mutter soll erhöht werden. Inaros wird auferstehen. Komm heim, Tenno. Also ich habe jetzt Inaros, glaube ich, getötet. Und offenbar hat seine Mutter an ihn geglaubt. Also hat an Inaros geglaubt und deshalb, beziehungsweise eigentlich haben die Grenier halt alle getötet so und, die Mutter hat gehofft, dass Inaros ihren Sohn und ihn, also vielleicht ihren Sohn und ihn rettet, aber es war jetzt nur ihren Sohn. Also es war eigentlich, ja doch, irgendwie hat ihr Sohn ja überlebt, also hat es ja irgendwie geklappt. Die Geschichte erinnert jetzt so ein bisschen an Harry Potter so. Die Frau stellt sich davor, nein, nein, es bin nur ich. Und dann verschone ihn, etc. pp. Das ist einfach Harry Potter. Okay. Wir haben jetzt alles, glaube ich. Wir haben, dürfen jetzt alle ihre Naros-Blaupausen zusammen haben. Holy, das war ultra hart gerade. Ich weiß nicht. Also ich habe mich schlecht angestellt, ja, aber so schlimm habe ich mich auch nicht angestellt. Ich weiß nicht, was ich da hätte besser machen können. Ganz ernsthaft. Du hast eine ungelesene Mitteilung. Sie war verloren. Doch du hast sie wieder sprechen lassen. Du hast mich dazu gebracht, meiner Vergangenheit ins Auge zu blicken. Mich daran erinnert, wer ich war. Nimm diese Relikte und lass sie wieder auferstehen. Ich könnte sowieso nicht dran denken, sie zu verkaufen. Für mich sind diese Körner alle Schätze, die ich brauche. Wir beide wissen, warum Inaros sie nicht retten konnte. Er konnte damals nicht zuhören, aber die Dinge sind nun anders. Liege ich richtig? Wir sollen jetzt Inaros sein. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. So, dass das quasi wir... Also, die Story hinter dieser Warframe ist eigentlich cool. Okay, wir haben es jetzt geschafft. Da wir jetzt schon eh wie immer überzogen haben. Gucken wir jetzt nochmal ganz kurz hier rein. Inaros. Falsch geschrieben. Fehlen die Argon-Kristalle, okay. Herstellen. Herstellen. Die Argon-Kristalle sammle ich mir heute jetzt noch zusammen. Und dann spiele ich, dann farme ich das hier noch, damit wir dann nächste Mal, also wahrscheinlich nicht nächste Mal, weil ich schaffe es nicht bis nächste Mal, da ich morgen schon wieder aufnehmen muss. Aber das schaffen wir dann, können wir dann demnächst mal, nächstes Jahr dann Inaros ausprobieren. So, und was ich jetzt noch machen wollte, das ist hier unten. Bei uns selbst. Das sind ja wir. Wir haben jetzt schon eine Menge hier gesammelt. So, wir können nur... Wir können hier das alles nicht freischalten. Wir müssen erst Steinform freischalten. Das können wir jetzt mal machen, würde ich sagen. So, und damit... Die Basiliskenflamme bietet 5% Bonusrüstung für die Dauer der Mission. So. Jetzt kann man hier irgendwie... Nochmal 0 von 75. Vielleicht kann ich jetzt hier sagen, Fokus. Achso, ich kann das da jetzt reinsammeln und dann... Das irgendwie upgraden oder wie? Ah, das heißt, ich hätte auch. Jetzt habe ich verstanden, wie es geht. Wir haben es natürlich wieder falsch gemacht. Ich hätte hier die 75.000, die ich hatte, da reinsammeln können. Ich kann das auch jetzt einfach noch. Also den Part hier reinpacken. Und halt, wenn wir es dann irgendwann voll schaffen, dann haben wir das auf Stufe 1. Also ich habe es verkackt. Ich habe jetzt 25.000 sinnlos ausgegeben. Aber wir versuchen das dann mal in der nächsten Zeit. Und dann gucken wir mal, was dann so passiert. Und vor allem, das ist ja ein dauerhafter Effekt. Das können wir nur alle 25 Sekunden machen. Das heißt, das hier halte ich für die bessere Idee. Also kann ich jetzt hier auch Nein sagen? Dann haben wir immer noch... Dann könnte ich jetzt das hier vollfüllen, dann hätten wir das. Aber das ist eigentlich trotzdem immer noch schlecht. Ich glaube, es wäre die bessere Idee, wenn wir das hier kaufen. Aber das ist halt auch sick. Aber das ist eigentlich auch unnötig. Wir können auch überlegen, denke ich. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ich machen sollte.
Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like oder ein Abo da, je nachdem, was ihr wollt. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gerne ein Dislike, wenn ihr jetzt eh noch da wart. Dann ist das schon okay. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, ich weiß noch nicht, was ich machen werde. In dem Sinne und Wiedersehen.